Hallo und herzlich willkommen im Wald. Kleiner spontaner Beitrag zu Seven vs. Wild. Ich habe eben was anderes fertig gemacht, habe dann gedacht, ach, jetzt ist gerade gemütlich, ich zünde mir ein Fäckelchen an und hock noch ein bisschen. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe noch genug Akkus und noch genug Speicherkarte, dann kann ich eigentlich auch noch ein bisschen was erzählen. Daher habe ich jetzt auch nichts vorbereitet. Wenn es also ein kleines bisschen konfus ist, dann seht es mir einfach nach, bitte. Das wäre nett. Und wenn nicht, einfach nicht angucken. Ist auch eine Möglichkeit. So, und zwar wollte ich, wie gesagt, zu Seven vs. Wild noch ein paar Dinge erwähnen. Und zunächst mal, der Umgang mit Werkzeug ist mitunter ein wenig gefährlich. Ja, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Einmal, beziehungsweise der Umgang mit Werkzeug, die Bewegung im Gelände und der Umgang mit Werkzeug. Fassen wir es mal so zusammen. Da war der erste Fall, der aufgetreten ist, der Knossi mit seinem Ast, den er sich in den Fuß gebohrt hat, weil er halt eben nicht mit Schuhwerk im unsicheren Gelände unterwegs war. Jetzt muss ich gleich dazu sagen, wir haben jetzt inzwischen ja auch gelernt, dass ständiges Tragen von Schuhwerk bei dieser dauernden Feuchtigkeit und der hohen Luftfeuchtigkeit und dem niemals Trockenwerden der Schuhe zu Fritz Füßen führen kann. Und Fritz Füße sind auf die Dauer ja auch ein größeres Problem. Stichwort Dschungelfäule oder Trenchfoot, eben diesen vor sich hin faulenden Fuß, eine der gefürchtetsten Soldatenerkrankungen aller Zeiten, die dann halt eben bei ständiger Feuchte im Schiefel zu schimmelnden Füßen führt. Daran sind vor allen Dingen Pilze beteiligt, aber auch Bakterien, selbstverständlich möglicherweise auch noch Viren, alles mögliche Zeug, dass du so einfach nicht los wirst. Gerade Pilze sind böse. Ja, Antibiotika kennen wir alle. Was killen die? Bakterien. Was killen die nicht? Pilze. Die sind nämlich von Pilzen. Die allermeisten natürlichen Antibiotika, die wir auf dem Planeten haben oder kennen oder bisher entdeckt haben, sind schlicht Stoffe von Pilzen, und damit wäre es ja bekloppt, wenn der Pilz selbst mit seinen eigenen Giften umzubringen wäre. Ist er nämlich nicht. Und Antimycelia, wenn man die so nennen möchte, da gibt es noch einen Fachbegriff dafür, der zutreffender ist, die sind halt deutlich komplizierter, wirken schwieriger, und es ist deutlich mühsamer, einen Pilz loszuwerden als beispielsweise eben Bakterien. Ja, und wenn der sich dann mal so richtig in den Fuß reingefressen hat, das kann zu Amputationen beispielsweise führen. Aber da hat man letztes Mal schon drüber geredet. Daher ist es schon richtig, dafür zu sorgen, dass einem die Füße nicht im Stiefel vor sich hin faulen. Trotzdem würde ich nicht empfehlen, ohne gutes Schuhwerk, ohne einen sicheren Halt, in einer unsicheren Landschaft herumzulaufen, weil, dass man da stolpert und sich verletzt, insbesondere während man gerade was baut, wie zum Beispiel eine Hängematte aufhängen, das Risiko ist einfach sehr, sehr hoch. Siehe auch Sascha, der sich an seinem Sandbüchsenbaum gepiekt hat und sich daran gekratzt hat. Das ist zwar nur ein kleiner Kratzer, aber das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört während der Sendung, dass jede noch so kleine Verletzung sich in den Tropen garantiert entzündet und dann mindestens mal zu Eiter führt, mit dem es zwar heiter weitergeht, ein Spruch von Neberg, ja, mit Eiter geht es heiter weiter. Aber vielleicht will man den doch trotzdem nicht unbedingt haben, den heiteren Eiter. Und dann wäre es einfach sinnvoll, jede noch so kleine Verletzung zu vermeiden. Und dafür ist ein umsichtiges, vorsichtiges Vorgehen wichtig. Das haben wir ganz schön gesehen bei Sabrina, die sich zum Beispiel nur sehr vorsichtig durch ihren stachelpalmenverseuchten Hinterwald bewegt und auch kommentiert, dass eben überall Stacheln sind und da wirklich nur sehr langsam und vorsichtig rumzulaufen scheint, soweit sie das gefilmt hat. Das zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut, und das ist die richtige Vorgehensweise, abgesehen von der Sache mit dem Spreißel, den sie sich, also oder dem scharfkantigen kleinen Stück Holz, das sie sich irgendwie in die Hand gerammt hat. Da gibt es ja verschiedene Namen für. Aber ich kenne es unter Spreißel. Davon mal abgesehen. Weil, wie wäre das zu vermeiden gewesen? Mit Handschuhen. Meines Wissens hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ein paar Handschuhe. Und wenn du schon Sicherheitsarbeitshandschuhe hast, dann zieh sie halt an. Dann zieh sie halt wirklich für jedes Hantieren mit Werkzeug oder Material, das möglicherweise Spreißeln haben könnte, zieh sie dann halt an. Ja? Wenn man das nicht tut, dann ist das Faulheit. Und Faulheit, das sagen weltweit führende Survival-Experten, ist etwas, was dich draußen ganz schnell umbringen kann. Ja? Wenn du aus Faulheit oder Dummheit irgendwas nicht tust, was offensichtlich sinnvoll gewesen wäre, dann kann dich das ganz schnell umbringen. Besonders charakteristisch dafür ist der Spruch, wer friert, ist entweder dumm oder faul, von einem, ich weiß ihn leider nicht namentlich, aber er wird von Neberg häufig zitiert, Survival-Experten in der Arktis.
der meint, dass du entweder dumm warst, weil du nicht genügend Klamotten dabei hast und jetzt dann das ausgleichen musst, indem du zumindest nicht auch noch faul bist, weil dann musst du dich halt mehr bewegen, wenn du zu wenig Klamotten hast, um nicht zu frieren. Und umgekehrt, wenn du, obwohl du genug Klamotten hast, immer noch frierst, dann hast du dich offensichtlich viel zu wenig bewegt. Ja, also entweder bist du dumm oder du bist zu faul und du darfst auf keinen Fall beides sein. Du musst mit dem einen, also schlau zu sein, das andere faul sein zu können, weil du schlau warst und zum Beispiel warm genug angezogen bist, ausgleichen. Ja, nur wenn du beides gleichzeitig bist, dann kriegst du ein Problem. Und ich finde, das ist nicht nur fürs Überleben bei Kälte in der Arktis durchaus ein schöner Spruch, den man sich merken kann. Wer friert, ist entweder faul oder dumm oder blöd oder such dir was aus. Ne? Es muss ein bisschen, ich will niemandem der Kandidaten unterstellen, blöd zu sein, gar nicht. Ja? Aber es muss halt einfach ein Spruch sein, den man sich gut merken kann. Drum. Diese rabiate Ausdrucksweise. Ja, nur damit das klar ist. Ja, und das kann man zum Beispiel eben auch auf die Verwendung von Handschuhen, obwohl man sie hätte, aber vielleicht liegen sie gerade woanders und dann ist man halt zu faul aufzustehen und sie sich zu holen und sie anzuziehen, wäre ja mühsam, um sicherer arbeiten zu können. Und in dem Moment rammt man sich halt eine Spreisel in den Finger. So. Ja, also das war Fall Nummer 2, Sabrina Spreisel, Fall Nummer 1, Knossis Ast im Fuß, Fall Nummer 3, die diversen Kratzer, die der Joris schon hat. Ich habe keine Ahnung, wo er die her hat, aber da muss es ja auch irgendwelche Szenarien gegeben haben, gerade da seine Hände ja anscheinend schon ziemlich zerkratzt sind, dass er nicht mit Handschuhen gearbeitet hat. Möglicherweise, vielleicht hat er es auch trotz den Handschuhen zerkratzt, das weiß ich nicht, aber ja, das ist schon ein bisschen blöde, beziehungsweise ein bisschen blöde im Sinne von schlechte Situation, nicht, dass er blöd, aber ja, ich habe es ja schon gerade ausformuliert. Dann gibt es eine interessante Szene, irgendwann, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, wo der Joris, ich glaube beim Schalterbau, einen größeren Ast transportiert und um seine Machete, während er den Ast transportiert, ebenfalls zu transportieren, haut er seine Machete einfach in den Ast und schleppt den mit Machete drin hängend durch die Gegend. Das ist hochgefährlich, weil gerade auf dem unebenen Untergrund, auf dem der Joris sich da größtenteils bewegt, könnte er recht schnell stolpern, dann den Ast verlieren, dann könnte der Ast mit Karacho auf den Boden fallen, dabei mit Karacho die Machete rausgeschlagen werden, gegebenenfalls in die falsche Richtung fallen und dem Joris in den Fuß oder sonst irgendwie eine Schnittwunde verursachen, wenn er dann in direkte Verbindung mit der Machete kommt. Im schlimmsten Fall fällt er hinterher und die Machete landet so, dass die Spitze nach oben zeigt und du fällst in die Machete rein und wirst damit aufgespießt letztendlich. Sowas ist immer, klingt super unrealistisch, ist aber schon oft vorgekommen. Ja, im Umgang mit Werkzeugen in der freien Natur. Wenn man sich da übrigens auch mal die Unfallstatistik von Forstwirten, also die Leute, die draußen in der freien Natur sogar mit der Motorsäge rumhantieren, anguckt, da gibt es wirklich interessante Unfallhergänge, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Und das kommt aber so oft vor, dass das sehr wohl sein kann. Also man muss im Umgang mit Werkzeug in der freien Natur, insbesondere wenn man sich überhaupt nicht leisten kann, sich zu verletzen. Und wenn das ein ganz, ganz schlimmes Ding wäre, wenn man sich verletzt. Und das ist ja bei Survival entscheidend, ganz entscheidend, dass man sich auf keinen Fall verletzt. Das ist das Dümmste, Blödeste, was dir passieren kann. Verhungern geht langsam. Aber wenn du dich einmal dumm verletzt und keine Möglichkeit hast, diese Wunde irgendwie mit moderner Medizin zu behandeln, dann wird die sich entzünden, dann kannst du eine Sepsis kriegen, Blutvergiftung. Das reicht auch schon, wenn du dich mit irgendwas anderem Bösen infizierst, kriegst dann fieses Fieber, kannst da nichts mehr gegen tun. Insbesondere wenn du allein bist, kannst du dich auch nicht mehr selber verarzten, wenn du fieses Fieber hast. Die Chance, dass du das überlebst, ist gering. Du hast auch niemanden, der dir Wasser bringt, der dir einen feuchten Lappen auf die Stirn legt und so weiter und so weiter. So simple Sachen wie dir regelmäßig Wasser zu bringen, können zum Beispiel zwischen Leben und Sterben sehr schön, sehr wunderbaren Unterschied machen. Wenn du Fieber hast, kommst du vielleicht noch ins Delirium, bist nicht mehr ganz bei Trost und kannst dich dann erst recht nicht mehr um dich kümmern und dann hast du den Salat. Also oberste Survival-Regel neben besorge erstmal das, was dich als erstes umbringt, beziehungsweise entferne, was dich als erstes umbringt, zum Beispiel in der Arktis, die Kälte. Das Erste, was du machen musst, ist irgendeine Möglichkeit zu finden, dass du nicht innerhalb von 2 Stunden erfrierst. In der Wüste als erstes Wasser. Im Dschungel, naja, zumindest laut dem ansässigen Survival-Experten, als erstes mal einen gewissen Wetterschutz, weil wenn es regnet, hast du sowieso zu trinken und danach erst Wasser suchen. Das mag so sein. Die meisten Leute würden wahrscheinlich auch im Dschungel erstmal Wasser, danach Wetterschutz. Aber da kann man sich sicherlich drüber streiten, inwiefern jetzt ein Wetterschutz, ein Dschungelregen bringt einen ja erstmal nicht um.
Wassermangel bei den Temperaturen, wenn man der Otto zum Beispiel ist, der richtig viel trinken muss, was ich nachvollziehen kann, wird mir auch so gehen, dann bringt einen wahrscheinlich der Wassermangel zuerst um. Ja, noch bevor man Probleme bekommt wegen Tropenregen, der unangenehm ist, keine Frage, aber überstehbar sein sollte. Ja, keine Frage, super unangenehm. Will ich gar nicht behaupten, dass das schön wäre. Aber ja. So, nochmal ein Beispiel für unsicherer Umgang mit dem Werkzeug. Kleines Beispiel, weil man da davon ausgehen kann, der kann es, nämlich der Otto, der mit der offenen Machete in der Gegend rumläuft, obwohl er sie gerade gar nicht braucht. Da muss man sagen, wahrscheinlich hat er schon 7 Millionen Mal gemacht und es ist nie was passiert. Aber das sind genau die Fälle, wo dann auch ein Profi, der eben weiß, wie man mit einem Werkzeug umgeht, der die Sicherheitsregeln irgendwann ignoriert, weil er sie nie gebraucht hat, weil er einfach damit inzwischen weiß, wie man damit umgeht, der ist es dann, dem dann letztendlich dadurch was passiert. Der dann halt doch mal irgendwann stolpert. Bestes Beispiel, der alte Forstwirt. Das ist ja ein schönes, das ist ja durchaus ein Vergleich. Leute, die in der Natur mit fiesen Werkzeugen arbeiten, das hauptberuflich. Niemand hat so viel Survival-Erfahrung in Anführungszeichen im Hantieren mit schweren Gerät im Wald wie ein Forstwirt. Das ist der absolute Vollprofi, was das angeht. Viel mehr als jeder Survival, selbsternannte Survival-Experte, ja, kann das der Forstwirt. So, und es gibt häufiger mal Fälle, wo ein alter Forstwirt, kurz bevor er in Rente gegangen wäre, nochmal ums Leben gekommen ist, weil er jetzt seit 45 Jahren mit der Motorsäge hantiert und sich dann beim 7823 millionsten Baum, den er gefällt hat, völlig übertrieben, aber egal, denkt, ach, jetzt brauche ich mal keinen Helm, jetzt wird es auch mal ohne gehen, jetzt habe ich immer Helm aufgehabt, nie ist mir was auf den Kopf gefallen, jetzt nehme ich mal keinen und in dem Moment ist er tot. Ja, das kommt erstaunlich oft vor und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man meint, mit der Verwendung zum Beispiel von einem Messer absolut sicher zu sein, das schon 7 Millionen Mal gemacht zu haben und genau zu wissen, was man tut, dann ist man gerade in Gefahr, dass einem dann noch mal was passiert, weil man einfach zu sehr von sich selbst in sich selbst vertraut. Und da gibt es viele Beispiele im Leben, wo das dann eben genau dann zu Verletzungen kommt. Und noch mal, eine Verletzung ist so ziemlich das Letzte, was du in einem Survival-Szenario haben möchtest. Das wird nicht vernünftig verheilen, da wird immer Dreck reinkommen, das wird sich immer entzünden oder zumindest in 90% der Fälle. Und gerade wenn das auch ein langfristiges Survival-Szenario ist, kannst du da monatelang was von haben, bis hin zu jahrelang was von haben, beziehungsweise es heilt einfach nie und bringt dich irgendwann um. Ja? So, daher weiteres Beispiel für unguten Umgang mit Werkzeug. Allein jetzt zum Beispiel zu werkzeugschonenden Zwecken ist es grauenvoll, wie die Nova da mit ihrer Axt in die Steine haut, sozusagen beim ersten Versuch der Nova eine Kokosnuss zu öffnen. Klar, das hat sie dann auch recht schnell darauf kapiert und holt sich eine Unterlage und merkt, dass das nicht so gut ist, dass sie da rumhaut. Aber wir sehen in der letzten Folge die Nova auch, gerade wo sie gerade ein wenig mit den Nerven etwas am Ende ist, während sie sich einen Stock zwischen die Beine gelegt hat, wenn sie so da hockt, den Stock liegt hier und da schnitzt sie jetzt mit der Axt dran rum. Ja, das ist unglaublich fahrlässig. Unglaublich fahrlässig, weil wenn du gerade eben an deinen Oberschenkeln, in der Nähe deiner Oberschenkel mit einem scharfen Werkzeug hantierst, ist das wirklich so eines der dämlichsten Sachen, die man mit einem scharfen Werkzeug anstellen kann, weil schneidest du in die Oberschenkelarterie, bist du tot. Da bist du so tot, dass da auch garantiert keiner mehr rechtzeitig kommt. Da bist du sogar so tot, dass du auch nicht mehr in der Lage bist, dein Tourniquet rauszuholen, insbesondere wenn du es nicht am Mann bzw. in diesem Fall an der Frau hast. Ja? Da hat der Fritz also schon recht, dass er mit seinem Erste-Hilfe-Paket die ganze Zeit rumläuft und das eigentlich, wenn er gerade nicht nackig irgendwo im Reden hängt, hockt, hat er das eigentlich fast immer dabei. Und das ist genau richtig. Wenn du schon ein Erste-Hilfe-Paket hast, dann solltest du es auch dabei haben. Das Dümmste, einer der ganz unschönen Sätze, die man sich auf den Grabstein schreiben kann, ist: Ich hatte eigentlich Erste-Hilfe-Material dabei, lag aber 3 Meter weiter da hinten und bis dahin bin ich nicht mehr gekrochen, bevor ich verblutet bin. Sowas in diese Richtung. Ja, das wäre dann umso döver, wenn du es gar nicht dabei hast. Okay, oh, das geht vielen so. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerade auch nichts dabei, ehrlich gesagt. Ja, aber ja, das wäre dann schon ganz blöde Sache. Und der Sascha, der sich in den Daumen geschnitten hat, das haben wir sicherlich alle mitbekommen, lag daran, dass er einen grundsätzlichen Fehler gemacht hat. Arbeitest du mit einem scharfen Werkzeug, Machete, Messer, Axt, dann am besten hinsetzen,
Das kann man mal ignorieren, wenn es nicht besser geht, wenn es einfach nicht geht, nicht möglich ist, das Ganze im Sitzen zu tun. Aber wer schnitzt, der sitzt, ist da so der Grundsatz. Zweitens, niemals, insbesondere bei großen, schweren Werkzeugen, wie einer Machete oder einem Beil, niemals die Hand unter die Klinge. Heißt, wenn du einen Stock hast. Das hatte ich leider falsch in Erinnerung. Man sieht gar nicht, wie Sascha sich schneidet. Das ist gerade in dieser Szene passiert. Das ist nicht auf dem Bild drauf, aber er schneidet sich wahrscheinlich beim Versuch, eine Kerbe in seinen Pfeil zu machen, um die Sehne des Bogens einzunocken, nennt man das. Drum nennt man auch eben diese Kerbe am Ende die Nockkerbe, wenn man sie so nennen möchte. Ne? Und bei dem Versuch, die eben in den Stock zu schneiden, während er vermutlich den Stock in der Hand hält, rutscht da ab und schneidet sich in den Daumen. Ja, also anders kann ich mir nicht vorstellen, was da sonst passiert sein soll. Wer andere Theorien hat, kann sie gerne in die Kommentare schreiben, aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz häufige Verletzung. Ja, aber die Theorie mit dem, dass er beim Rumhacken in seinem Holz abgerutscht ist, die ist auch sehr realistisch. Das ist zwar nicht passiert, aber ich erkläre das jetzt trotzdem einfach mal weiter und wir tun einfach mal so, als wäre das passiert, weil anschaulich ist es hoffentlich trotzdem. Ein bisschen gammelig, macht nichts. Hier so einen Stock. Ja? Und ich will hier jetzt irgendwie eine Kerbe reinmachen. Dann gibt es da zwei sichere Möglichkeiten, das zu tun. Ich halte den nach da vorne und ich schnitze so von mir weg. Dann kann ich mich niemals verletzen. Geht dann nicht. Ja? Alles gut. Stelle ich das Ding hin und hau hier so drin rum und rutsche ab. Zack, boom, 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 ab in die Hand. Ja? Also das ist das Dümmste, was man machen kann. Wenn die Schwerkraft und die Schneidbewegung in Richtung deiner Hand führt, dann sollte deine Hand da nicht sein. Also entschuldige, Sascha, ja? Das kann mal passieren. Das ist schon ganz vielen Leuten passiert und ich will dich jetzt auch nicht für blöd erklären, aber diese Handlung, die war in dem Moment schon dumm. Ja? Ich mache ja auch ganz viel dummes Zeug, keine Frage, machen wir alle. Ja? Aber so ehrlich muss man einfach sein und wir wollen da ja auch ein bisschen was draus lernen. Und ich denke, da hat der Sascha sicherlich auch ein Interesse dran. Sollte er das jemals sehen, was ich hier erzähle, ist ja auch völlig egal. Aber dass das einfach niemand nachmacht und sich dabei dann verletzt, das wäre doch schade. Ja, das waren so die wesentlichen Punkte, die ich zu Umgang mit Werkzeug noch zu sagen hatte. Jetzt denke ich mal kurz nach und ich glaube, ich zünde mir noch eine zweite Fackel an, die hier macht nicht mehr so viel Licht. Punkt 2, die Nova und die Einsamkeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Antonia heißt sie ja eigentlich. Ist ein Punkt, ja, der normalerweise bei jemandem, der sich freiwillig dafür entscheidet, solche Outdoor-Aktivitäten alleine oder in Kleinstgruppen durchzuführen, ist das ein Punkt, dass man sich da ja meistens freiwillig für entscheidet. Und jetzt müssen wir zugunsten der Nova, bevor ich jetzt anfange zu stänkern, kurz erwähnen, dass sie sich ja ursprünglich für ein Schweden-Szenario gemeldet hatte, dass sie da Bock drauf hatte, weil sie da ja eigentlich herstammt. Und ja, das wäre vielleicht ein Vorteil gewesen, weil das eben so ein bisschen ein Stück weit zumindest ihre Heimat ist. Und die Insel jetzt was war, wo sie ursprünglich nicht gerechnet hatte. Daher ist so ein kleines bisschen rumgeflennen, warum sie sich das antut. Entschuldigung, rumgeflennen ist jetzt, das klingt böse, aber ja, das tut sie ja letztendlich. Aber das ist ja so ein Stück weit nachvollziehbar. Absolut. Was allerdings ein Punkt ist, der mich jetzt ein klein wenig stört, ist halt eben dieser Ausruf, dass das sowas Krasses sei und so schlimm und wer kann sich das nur antun, das hält doch kein Mensch durch. Das ist genau das gleiche Phänomen wie beim Survival Martin in Staffel Nummer 1. Was mich da auch beim Survival Martin so gestört hat, dass das ein bisschen, ja, es ist einfach für erfahrene Leute, die freiwillig Outdoor-Hobbys nachgehen, vielleicht ein bisschen schwer zu ertragen. Und da kann ich dann auch verstehen, dass sich manche Leute über die fehlende Authentizität, in Anführungszeichen, von Seven vs. Wild aufregen. Der Fritz selbst und die Veranstalter und so weiter und so fort, die mögen ja nicht so oder nur wenig so tun, als sei das die krasseste Sache aller Zeiten. Die Teilnehmer tun manchmal schon so, als sei das die krasseste Sache aller Zeiten. Und das ist de facto halt schlicht Blödsinn. Ja, es ist ein nettes,
kleines Survival-Trainings-Experiment. Und Camping ist es schon auch nicht. Ja, also Campingfritze, Hashtag Campingfritze oder solche Späße. Das ist es schon auch nicht. Nee, keine Frage. Aber das Krasseste des Krassesten ist es halt nun mal nicht. Wie hält man auf so einer Insel durch? Was ja gerade Nova momentan noch das beste Beispiel von den ganzen Kandidaten ist, 7 Tage lang. Man hockt 7 Tage lang da und trinkt genug. Und das war's. Und versteckt sich ein bisschen im Schatten, damit man nicht einen allzu sehr großen Sonnenbrand bekommt. Und hat nach Möglichkeit eben lange Kleidung und kann sich vor der Sonne ein bisschen verstecken. Aber das ist alles, was du da im Grunde tun musst. So, und wenn es dann mal regnet, dann, dazu kommen wir gleich noch. Aber ja, das hat mich ein klein wenig gestört, dass sie da eben, natürlich, das ist im Impuls und vielleicht würde man es hinterher, wenn man jetzt selber schneiden würde, was man ja nicht kann in diesem Fall, würde man das bestimmt auch möglicherweise rausschneiden und in einem Anflug von schlechter Laune kann man dann sowas schon mal sagen. Das ist alles menschlich nachvollziehbar. Aber nein, es ist mir schon wichtig klarzustellen, das ist schon nicht das krasseste Survival-Szenario aller Zeiten. Richtig krasse Ecken mit krassen Survival-Szenarien. Das hast du halt wirklich zum Beispiel, ich muss nochmal das Beispiel bringen, Alone. Ja, also den Ideengeber für Seven vs. Wild quasi. Da sind in den ersten 2-3 Tagen schon wirklich viele Leute ausgestiegen, weil sie eben Angst vor den wirklich gefährlichen Wildtieren hatten, die da rumgerannt sind. Und da sind dann halt Bären echt vorm Lager rumgestapft. Und ein Bär vorm Lager, der sich möglicherweise für dich interessiert, ist eine ganz andere Nummer als ein Krokodil, was am Strand auf und ab schwimmt, weil es einfach nur mal wissen möchte, was da ist. Vielleicht, weil es auch den Joris bemerkt hat und dann ein bisschen neugierig gewesen ist. Das kann schon sein. Aber da ist keine akute Gefahr in der Situation gewesen. Ja, also nur, um das auch mal gleich an der Stelle kurz anzusprechen. Das ist ja toll, dass da ein Krokodil war. Wahrscheinlich hat er sich nachträglich auch gefreut, der Joris. Und er selber geht ja auch nicht wirklich davon aus, dass er so richtig in Gefahr ist. So interpretiere ich ihn zumindest. Das ist so ein bisschen wie, wenn du bei uns einem Wildschwein begegnest. Also mir geht es dann auch meistens so, dass ich mich grundsätzlich erstmal freue und vom Geistigen her weiß, dass das Wildschwein mir hochwahrscheinlich überhaupt nichts tun wird. Aber man hat einen gewissen Respekt und geht mit einem gewissen Respekt an die Sache ran. Und da man Wildschweine irgendwann dann mal kennt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich bei einem Krokodil auch erstmal anders reagieren würde. Ja, aber ein Krokodil ist kein Jäger in dem Sinn, dass es zu dir hinläuft und dich frisst, sondern es lauert dir auf. Dadurch, dass das aber da offensichtlich einfach vor der Küste auf und ab schwimmt, hat es da einfach nur irgendwie mal geguckt, ob da was Interessantes ist oder gesucht, ob da was Interessantes ist. Und die Theorie des Joris, dass das an Land kommen könnte, um sich da jetzt zu sonnen bei ihm am Strand, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil da ist er ja. Und das hat das Krokodil offensichtlich gemerkt. Vielleicht hatte es das ursprünglich vor, sich da irgendwo an den Strand zu legen. Was auch eher unwahrscheinlich ist, weil Spitzkrokodile meistens deckungsreichere Gebiete bevorzugen. Die ganze Vermutung, dass die in den Mangroven hocken, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist einfach die Realität, dass sie primär in den Mangroven hocken. Das heißt ja nicht, dass sie nicht mal irgendwann von A nach B schwimmen, weil irgendwie müssen die auf die Insel ja auch gekommen sein. Ja, und das erklärt dann nämlich einiges, weshalb die da auch eben im Meer unterwegs sind und würde auch erklären, warum die Insel nicht für eine ständige Krokodilspopulation bekannt ist und die Krokodile da quasi nur mal eben zu Besuch kommen und halt gucken, ob sie da nicht vielleicht doch mal Eier legen wollen. Vielleicht haben sie das auch mal getan, aber es scheint mir nicht so, als sei das ein regelmäßig von Krokodilen aufgesuchtes Gebiet. Scheint mir nicht so. Ja, das kann das schwer sagen, weil ich halt eben nicht vor Ort bin. Und ich möchte in dem Zusammenhang jetzt auch noch mal kurz erwähnen, das wurde auch manchmal falsch verstanden, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Schule, wenn wir in eine solche gegangen sind. Niedrige Wahrscheinlichkeit bedeutet unwahrscheinlich, bedeutet nicht unmöglich. Dass da jetzt also trotzdem Krokodile auftauchen, obwohl ich gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit für Krokodile auf dieser Insel gering ist, kann passieren, selbstverständlich. Ja, gering heißt ja nicht ausgeschlossen. Und die Krokodile sind da vielleicht selten. Das heißt aber nicht, dass es ausgeschlossen wäre, dass da mal eins auftaucht. Deswegen ist die Aussage, Krokodile sind dort selten, immer noch richtig. Nur ist es halt eben passiert. Nur weil mal einer im Lotto gewonnen hat, heißt das ja nicht, dass ständig jeder, der Lotto spielt, da automatisch jedes Mal wieder gewinnt. Ja,
Und wenn du dir eben das Vorkommen eben von Krokodilen, von denen es zumindest laut internationaler roter Liste ja nur 5000 gibt, das mögen inzwischen ein paar mehr sein und die Zahlen nicht mehr ganz aktuell sein. Da gibt es ja immer wieder Hinweise darauf, dass sie sich in den letzten Jahren gut vermehrt haben. Aber trotzdem, so viele sind das nicht in einem sehr, sehr großen Gebiet und damit ist die Chance, einem zu begegnen, einfach statistisch gesehen sehr gering. Dass es hier trotzdem passiert ist, das ist dann halt ein großes Glück oder ein großes Pech, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachten möchte. Aber das ändert nichts daran, dass die Wahrscheinlichkeit erstmal gering ist. Ja? Und das macht auch Wahrscheinlichkeiten nicht unsinnig, weil sie halt trotzdem eben trotzdem das perfekte Maß dafür sind, anzugeben, wie realistisch ist was. Deswegen kann es aber trotzdem hin und wieder mal vorkommen. Und da müssen wir halt irgendwo unterteilen, Theorie und Praxis. In der Praxis ist ein Krokodil da, in der Theorie war es eher davon auszugehen, dass da keins sein würde. Ja, macht das jetzt die Theorie völlig kaputt? Nö, es war ja nur eher davon auszugehen. Also ich hoffe, ihr hattet mal irgendwann in eurem Leben ein kleines bisschen ausreichend Statistikunterricht im Mathematikunterricht oder seid selbst Wissenschaftler. Ne? Die meisten meiner Zuschauer sind ja eher ein bisschen älteren Datums. Aber jetzt vor allen Dingen für die jungen Leute, das sind nämlich diejenigen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht verstehen, wie Statistik funktioniert oder Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Für die war dieser Kommentar jetzt nochmal kurz gedacht. Dann müssen wir nochmal kurz zurück zu Nova. Ist das also das allerkrasseste aller Zeiten? Wirklich nun überhaupt nicht. Ja? Also jeder, der in den Alpen ein Stück weit klettern geht, ein Stück weit auch ungesichert, über Wege der Kategorie Schwierigkeitsgrad 2, Kraxelei zum Beispiel. Ja, das ist für Otto Normalverbraucher schon einem gewissen Risiko verbunden, sollte man dann auch nicht unbedingt machen, sollte man auch wissen, was man da tut. Für Profis ist das was, die nehmen da kaum noch die Hände zur Hilfe. Und dann kann es auch mal passieren, dass so ein Profi, weil er halt da eben, wer weiß zwar, was er tut, aber er ist da akut in Gefahr runterzustürzen, das kann dann auch mal passieren und dann ist der halt mal tot, das stürzt der immer mal wieder einen Bergsteiger ab. So gesehen ist zum Beispiel Bergsteigen im ungesicherten Gelände, das ist krass. Da besteht wirklich ein realistisches Risiko dabei, ums Leben zu kommen. Bei Seven vs. Wild allein schon wegen durch das Vorhandensein der Rettungskette. Kaum. Es sei denn, du schlitzt dir die Oberschenkelarterie auf, weil du Werkstücke zwischen die Beine nimmst und dann dran rumschnitzt mit der Axt. Ja, oder mit dem Messer, ist egal. Aber das war jetzt bisher so die eine Sache, die wir gesehen haben, die so tödlich war, dass da auch die Rettungskette nicht mehr funktioniert hätte. Ich kann das nur noch mal betonen. Das war hochgradig gefährlich, was die Nova da gemacht hat. Ja. Zumindest potenziell. Dann ist der Punkt mit der Einsamkeit nochmal zu nennen. Es ist halt eine Charakterfrage. Einsamkeit ist für Leute, die vorher wussten, dass sie irgendwo alleine sein werden, überhaupt kein Thema. Beziehungsweise für jede Menge Menschen in unserer Gesellschaft ist Einsamkeit halt einfach der Normzustand oder alleine sein der Normzustand. Frag mal irgendeine alte Witwe, deren Mann vor 20 Jahren gestorben ist, wie oft die so Besuch bekommt, insbesondere wenn sie wirklich schon so alt ist, dass sie auch nicht mehr von alleine irgendwo hingehen kann und gerade noch so alleine wohnt. Kann, ohne jetzt Pflegepersonal zu benötigen, erzähl der mal was von 7 Tage alleine sein. Ja, die wird hoffentlich nur weise nicken und dich nicht gleich auslachen. Das muss man schon auch irgendwo im Hinterkopf behalten. Einsamkeit ist etwas, was ein so großes Problem in unserer Gesellschaft ist und alleine sein von Leuten, die es gar nicht wollen. Ich finde das einfach wichtig, das mal zu betonen. Normalerweise ist es ja so, dass Leute, die sich ins Nichts, in die Wildnis begeben, um da eben alleine zu sein, das vorher wollten und dass Menschen sind, die vom Charakter her damit keine Probleme haben und die eben nicht auf ständigen Kontakt mit ihrer Familie angewiesen sind. Oder gar keine Familie haben oder keine haben wollen oder trotzdem eine haben, aber halt eben 4 Monate ohne auch problemlos überstehen und danach freudig wieder nach Hause kommen. Und dann auch glücklich sind, dass sie wieder da sind, aber 4 Monate weg macht denen nichts. Das ist eine Charakterfrage und das hängt halt ganz stark vom Charakter der jeweiligen Person ab, ob das einfach schlicht und ergreifend völlig egal ist und in keinster Weise was ein Problem, hier Otto, ja, wir werden garantiert über die 7 Tage nicht einen Piep vom Otto hören, dass der irgendwen oder irgendwas vermisst, weil er 7 Tage auf einer Insel hockt. Garantiert nicht. Ja, und bei den Mädels ist es halt offensichtlich vom Charakter nicht so, dass die mit dieser ich bin mal ein paar Tage alleine Situation klarkommen. Sabrina hat da ja ähnliche Schwierigkeiten wie Nova, auch wenn es jetzt in der letzten Folge bei der Nova ein bisschen akuter gewesen ist. Das ist halt einfach ein Phänomen, das
dann auftritt, weshalb mich das auch immer so wundert, was ich auch in der Praxis noch nie irgendwo in der Wildnis gesehen habe, wenn man dann mal anderen Leuten begegnet. Man begegnet ja schon mal hin und wieder jemanden. Meistens will man mit denen aber gar nicht groß viel zu tun haben, weil man ja wegen der Einsamkeit da ist. Meistens, nicht immer. Ja? Also so die Hälfte der Leute, die zum Beispiel an irgendeiner Hütte am Weg, Wegesrand zusammenkommen, sagen kurz Hallo und sind dann wieder für sich oder wieder ganz alleine. Einfach weil sie deswegen ja den Urlaub machen, um alleine zu sein, in Grönland zum Beispiel. Und die andere Hälfte, ja, die nutzt die Gelegenheit dann zum Socializen, dreht aber offensichtlich auch nicht aus durch, wenn sie mal ein paar Tage dann halt niemanden zu sehen bekommt. Weil wenn du davon durchdrehen würdest, dann wäre das einfach kein Urlaub für dich, etwa 10 Etappen durch Grönland zu latschen, abseits von aller Zivilisation, wo dich bestenfalls noch der Rettungshubschrauber rausholen kann, wenn unterwegs was passiert. Was nicht passieren sollte, weil man dann die ganze Rettung in Gefahr bringt. Das ist ja noch das nächste Problem. Dass wir immer mehr Leute haben, die ohne Ahnung zu haben in die Natur rennen, weil sie eine Survival-Serie gesehen haben und jetzt meinen, jetzt sind sie der große Zampano und übernehmen sich völlig und müssen dann gerettet werden. Und erstens geht dabei ein Haufen Logistik los. Ein Haufen Leute müssen eben aus ihrem regulären Job raus und dann zu Retter werden. Ein Haufen Material muss zum Einsatz kommen. Und es ist für die Retter auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden, dabei selber, je nach Szenario, zu verunglücken. Und was viele Leute eben nicht wissen, irgendwer bezahlt das am Ende. Das ist für denjenigen, der gerettet wurde, bestenfalls der Steuerzahler. Im schlimmsten Fall er selbst, weil er keine Versicherung und nichts dergleichen hatte. Das ist also schon so ein, für mich ein bedenklicher Trend in den letzten Jahren, dass da immer mehr diese Anfängermentalität, na, ich werde schon gerettet, wenn es ein Problem gibt, auftritt. Und immer mehr Leute sich übrigens vom Berg runterfliegen, weil sie unterschätzt haben, dass sie dann irgendwann müde werden und einfach ihre Kräfte überschätzt haben und es gar kein echter Notfall wäre. Dass sie da auch über Nacht hätten sitzen können und am nächsten Morgen ganz gemütlich weitersteigen können, aber stattdessen rufen sie halt lieber den Heli. Wird dann teuer übrigens. Ja, also Fälle, wo das wirklich der einzige Grund war und kein medizinischer Notfall vorgelegen ist und man sich einfach nur überschätzt hat, auf gut Deutsch dumm war, da wird es teuer. Es kostet etwa 8.000 bis 12.000 Euro, sich mit dem Heli da mal eben runterfliegen zu lassen. Gut, ja, also das zum Thema rumheulende Nova wollte ich noch unbedingt sagen. Dann habe ich zum Krokodil ja noch kurz die Sache mit der Wahrscheinlichkeit erklärt. Was wollte ich denn noch sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Genau, ganz wichtiger Punkt. Wenn deine momentane Situation nicht zufriedenstellend ist, dann nicht rumliegen und jammern, sondern dann was unternehmen. Das ist auch so ein ganz wesentliches Prinzip von Leuten, die sich mit Survival auskennen. Ist die Situation noch nicht gut genug, um damit dauerhaft klarzukommen, dann steh auf und tu was dagegen. So, und das haben wir jetzt ganz wunderbar gesehen, wie dieses Prinzip funktioniert bei Fritz, Nova und Sabrina, so ein Stück weit. Ja, das ist so das Triforce des guten Beispiels. Wir haben so in der Mitte Sabrina, wir haben am unteren Ende ein Stück weit, ja gut, Nova hatte halt den Biwaksack, deswegen musste sie auch nicht so viel tun, aber hätte sie den nicht gehabt. Und wir haben in der Spitze unseres Dreiecks Triforce, ne? Zelda, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, egal. Jedenfalls haben wir dann den Fritz. So, der Fritz, es regnet, der Fritz wird nass. Der Fritz stellt fest, ihm wird langsam kalt. Resultat, er muss was dagegen tun. Ja, du erstellst ein Problem fest und jetzt solltest du im Idealfall für richtig angewandte Survival-Psychologie sofort versuchen, dieses Problem zu lösen, sofern du irgendwie dazu in der Lage bist. Oder wenn nicht, dann mach dir erstmal ein paar Gedanken, wie du es denn lösen kannst, das wird er gemacht haben, und dann schreite zur Tat und kümmere dich drum, weil von alleine besser wird es im Regelfall nicht. Beziehungsweise du kannst ja nicht wissen, wann der Regen aufhört und ob der Regen irgendwann nochmal aufhört oder ob es die nächsten 3 Tage nur noch durchregnet. Wäre nämlich durchaus auch möglich. Ja, und daher hat der Fritz dann beschlossen, okay, er tut jetzt was dagegen und er braucht dringend Material zum Dachdecken. Das beste Material zum Dachdecken, was es bei ihm gibt, ist die Palme, wenn man sie dann fällt, also fällt er die Palme. Da möchte ich jetzt anmerken, ne, Palme fällen auf einer Insel, die in keinster Weise naturbelassen ist, kann man schon machen. Ja, das ist nun überhaupt nicht dramatisch. Ich habe da gar keine Bauchschmerzen damit, da jetzt eine Palme zu fällen. Der Fritz meint ja, manche Leute werden ihm das vielleicht übel nehmen. Das mag vielleicht sogar so sein. Aber wir müssen uns einfach klar machen, zu leben heißt als Mensch immer einen gewissen Ressourcenverbrauch zu haben. Ja,
Und wenn du daheim hockst, brauchst du Strom, brauchst du Heizung, brauchst du Essen, brauchst du eben die ganze Lieferkette, die am Essen dranhängt. Möglicherweise hast du neue Schuhe bei Teichmann bestellt oder was auch immer getan. Das sind alles Ressourcen, die du verbrauchst, die jeder von uns täglich verbraucht, wo wir im Regelfall überhaupt nicht drüber nachdenken. Wenn dann aber jemand für die Ressourcen, die er braucht, tatsächlich mal einen Baum fällt und wir sehen, dass er einen Baum fällt, und wenn ich einfach nur in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen, weil das ist ja letztendlich auch Stück Baum, ne? Dann gibt es möglicherweise gleich einen Aufreger, oh mein Gott, er hat einen Baum getötet. Was glaubt ihr, was wir so essen? Ne? Selbst wenn wir Veganer sind, wie viele Pflanzen wir damit töten, dass wir halt nun mal was essen müssen als Mensch. Das ist halt so. Also man muss sich schon irgendwo manchmal ein bisschen in der Gesellschaft fragen, als übermäßiger Ressourcenverbrauch, zum Beispiel ins All fliegen, zum Shoppen mal eben für eine halbe Stunde nach New York fliegen und so ein Zeug. Das ist ein großes Gift unserer Gesellschaft und ein großer Fluch und etwas, woran wir dringend arbeiten müssen, das ist schon richtig. Ja, aber jetzt auf die Idee zu kommen, dass man stattdessen alternativ so gar keine Ressourcen mehr verbrauchen kann, das geht überhaupt nicht. Allein dadurch, dass du in Deutschland wohnst, hast du ein 80-Millionstel Anteil an jedem Autobahnneubau. Hast du ein 80-Millionstel Anteil an jedem Parkplatz von einem Supermarkt und. Ja, das geht schlicht nicht. Nur ist es in diesem Fall jetzt mal so, dass der Fritz über 3 Tage quasi außer ein paar Blätter und ein bisschen Treibholz, was im unbegrenzten Maß verfügbar ist und sowieso sonst nur verrottet wäre, zum ersten Mal was gekillt hat, was vorher gelebt hat. Ja? Und das ist für dieses Szenario völlig in Ordnung. Der hockt da 7 Tage, dafür muss der eine Palme dran glauben. Das ist völlig normal und überhaupt kein Problem. Und an dem Punkt ist es übrigens auch ganz, ganz hervorragend, um dann nochmal vom Hundertstel ins Tausendstel zu kommen, aus Naturschutzsicht, dass diese Insel eben nicht eine unberührte Tropeninsel in der Wildnis, wo noch nie irgendein Mensch seinen Fuß drauf gesetzt hat, ist. Weil dann wäre nämlich Seven vs. Wild durchaus ethisch, moralisch bedenklich, dass jetzt in einem Naturschutzgebiet, wo die Natur noch völlig sich selbst überlassen ist, unbedingt zu unserer Unterhaltung 7 Hanseles am Strand rumhocken müssen und Kokosnüsse fressen. Da könnte man sich dann schon fragen, was soll der Quatsch? Ja, muss das sein? Dadurch, dass das aber eine ohnehin schon erstens ziemlich verdreckte, zweitens mit Chemiewaffentests belastete und drittens besiedelte Insel ist, ist es nun echt ziemlich egal, ob da mal eben 7 Hanseles um die Insel verteilt in irgendwelchen Buchten für 7 Tage rumgesessen sind und ein bisschen Survival gemacht haben. Das ist also aus Naturschutzsicht wirklich, wirklich so unkritisch, das wäre einfach mumpitz, sich deswegen großartig aufzuregen. Ja, und ich hoffe daher, dass sich der Fritzfeld-Palme-Shitstorm in Grenzen hält. Davon abgesehen, besonders alt war die noch nicht. Die Dinger wachsen schnell, die Dinger wachsen von alleine nach. Eine Kokospalme kommt da sowieso nicht wirklich natürlich vor, sondern ist auch wieder vom Menschen ein bisschen nachgeholfen worden. Das ist also wie wenn du in Deutschland einen Baum fällst, was für viele ja auch ein Sakrileg ist, was aber im Wald millionenfach jedes Jahr passiert, das ist die Funktion des Waldes, die primäre zumindest mal. Zunächst mal haben wir hier erstmal einen Wirtschaftswald. Das mag vielen nicht schmecken, aber das ist so. Und wenn ihr euch irgendwann mal irgendwas mit Holzanteil gekauft habt, wurde dafür ein Baum gefällt. Das habt ihr vielleicht nicht persönlich gemacht, aber trotzdem ist er umgefallen. Daher, ja, ne, also da muss man wirklich mal die Füße stillhalten, falls sich da wirklich jemand drüber aufregen sollte. Den ganzen anderen Krempel, den der Fritz so macht, den mag ich ihm ja auch ein Stück weit vorwerfen. Aber Bäume fällen gehört definitiv nicht dazu. So, was jetzt? Genau, eben, aber zurück zur Handlung des Fritz. Der Fritz fällt deswegen eine Palme, weil halt eben Kokosnuss, Palmenblätter so ziemlich das Beste sind, was er für sein Dach verwenden kann. Da hat er vollkommen recht. Ich sehe da auch nichts, was da alternativ in Frage käme. Davon abgesehen könnte ich aus technischen Gründen niemals so eine tolle Hütte, wie der da hat, zusammenzimmern. Das ist schon immer krass, was der so baut. Und auch das Knotenhandwerk und so weiter und so fort, wirklich beeindruckend, muss man ja zugeben. Und ja, ne? Also daher, da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber was halt einfach wichtig ist, die richtige Einstellung, die der Mann offensichtlich hat. Du hast ein Problem, dann arbeite dran. Das Problem könnte ein größeres Problem werden, dir ist nämlich kalt, dann unternimm was dagegen. So, und damit kommen wir zu dem hoffentlich eingangs erwähnten, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in dem Take erzählt habe, ich habe 2 Versuche gemacht, aber zum eingangs erwähnten, wer friert, ist entweder dumm oder faul. Soll heißen, ist dir kalt
und du hast noch Energie übrig, also wenn du völlig verhungert bist und dich quasi nicht mehr bewegen kannst oder kurz vorm Verhungern bist und dann ist dir kalt, dann ist es so, dann bist du im Arsch, auf gut Deutsch. Ja? Aber wenn du dich noch bewegen kannst, und das dürfte hier nach 3 Tagen durchaus der Fall sein, aus der Zivilisation kommend, dann lauf halt rum, wenn dir kalt ist. Insbesondere, wenn du in deinem Shelter offensichtlich trotzdem nass wirst und noch ein bisschen nasser zu sein keinen großen Unterschied mehr macht, dann lauf einfach im Regen auf und ab. Es ist ja immer noch warm von der Außentemperatur her. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist nur deswegen kalt, weil das Regenwasser halt eben die Wärme recht schnell abführt. Und bei ständig nass sein, ja, da kann man auch bei 20 Grad schon durchaus frösteln, wenn man dann keine Möglichkeit hat, sich nennenswert warm zu halten, beziehungsweise sich überhaupt nicht bewegt. Aber mit einem Minimum an Bewegung, würde ich behaupten, wird jedem der Nasen, die da rumsitzen, sofort sehr schnell wieder warm und alles ist gut. Und das Kaltwerden ist wirklich nur interessant halt eben im Laufe der Nacht, wenn man nicht rumlaufen kann. Dann sollte man trocken sein oder ein trockenes Lager haben, damit man, wenn es nachts regnet, eben nicht durchkühlt und dann halt wirklich möglicherweise unterkühlt. Das kann tatsächlich bei diesen Temperaturen vorkommen. Ich hatte im Vorfeld dessen, was ich so vor Seven Wars, soweit bevor es losging, erzählt habe, nicht damit gerechnet, dass Kälte ein größeres Problem wird. Da habe ich mich geirrt. Das gebe ich zu. Ja, das ist definitiv so. Ich habe ja nicht so die Riesentropenerfahrungen, genau genommen eigentlich fast keine, außer theoretische, muss ich ja der Ehrlichkeit halber so sagen. Aber nur Subtropen. Ja, das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das zum größeren Problem kommen könnte. Aber da das bei 3 Leuten aufgetreten ist, interessanterweise beim Knossi nicht, obwohl der auch nass geworden ist, der die ganze Zeit seine Jacke anhat, aber der hat sich kein einziges Mal darüber beschwert, dass es kalt wäre. Könnte jetzt damit zusammenhängen, dass er einfach seine Jacke angezogen hat und nicht versucht hat, die irgendwie trocken zu halten oder sonstige Strategien anzuwenden, was ich übrigens für richtig halte. Wenn du eine Regenjacke hast, dann benütze sie. Oder einfach daran, dass ein Knossi nun mal gewisses Isolationsmaterial mitgebracht hat auf die Insel. Ja? Und das kann ein großer, großer Vorteil sein, während eben zumindest mal die Sabrina relativ wenig Isolationsmaterial auf die Insel mitgebracht hat. Das ist ja nicht böse gemeint, in keinster Weise. Es ist jetzt erstmal einfach eine biologische Beobachtung sozusagen. Ja, kann damit durchaus zusammenhängen, dass die zusätzliche Isolationsmaterialien des Knossi da hilfreich gewesen sein könnten. Aber davon abgesehen, dann beweg dich. Ja? Und das muss man unbedingt verinnerlichen. Gerade wenn man es mit Kälte zu tun hat, in jedem erdenklichen Szenario, wenn es mal kalt wird, wird dir zu kalt, sodass du wirklich, wirklich richtig kalt bist. Dann musst du, bevor du anfängst, dich wieder warm zu fühlen, weil in dem Moment bist du schon im Delirium und kurz vorm Erfrieren, wenn es dir auf einmal wieder warm wird, obwohl es nicht wärmer geworden ist, ist das ein eindeutiges Zeichen für Halluzinationen aufgrund von Kälte, die letzte Phase sind, bevor du dann tatsächlich ohnmächtig wirst und erfrierst. Also wäre das schlecht. Ja? Das heißt, solange dir noch kalt ist und du noch in der Lage bist, die vernünftige Entscheidung zu treffen, jetzt besser aufzustehen und rumzulaufen und nicht dich zusammen zu krümeln und zu denken, oh, es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt, und nicht auf die Idee zu kommen, dagegen was tun zu können, das ist ganz, ganz gefährlich. Und daran sind auch tatsächlich viele erfrorene Leute oder unterkühlte Leute im Endeffekt dann gestorben, weil sie ja eben nicht auf die Idee gekommen sind, sich dann einfach zu bewegen. Normalerweise, gerade wenn es um ein kurzfristiges Kälteereignis geht, Beispiel der Mann, auch ein Zitat vom Neberg, der in dem Tiefkühler eingeschlossen worden ist über Nacht. Ja, also seine Kollegen haben einfach die Tür zugemacht. Er war noch in der Kühlung, ich glaube im Schlachthaus oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr, und wurde da über Nacht eingeschlossen. So, und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten gehabt. Entweder er hockt sich hin und erfriert oder er hält sich warm. Und das hat er getan, indem er einen Stapel Kisten von der einen Ecke vom Raum in die andere Ecke des Raums gestapelt hat und wieder zurückgestapelt hat und wieder zurückgestapelt hat und wieder zurückgestapelt hat. Und das so lange, bis morgens die Tür aufging und er gerettet war. Und dadurch ist er nicht erfroren. Ihm war dann irgendwann schon ziemlich kalt, aber er ist nicht erfroren. Da drin waren minus was weiß ich was. Und er war nur mit normaler Straßenbekleidung bekleidet. Es war nicht mal Winter. Das heißt, ein tolles Beispiel für beweg dich, wenn dir kalt ist. Wenn du keine andere Möglichkeit hast. Hast du eine dicke Jacke, dann zieh sie an. Kannst du ein Feuer machen, dann mach ein Feuer. Geht das alles nicht, oder du kannst dich auch nirgendwo verkriechen, wo es wärmer ist, du kannst nicht vom Berg absteigen, etc., etc., sondern du kannst dich wirklich nur bewegen, dann mach letztendlich wenigstens das. Ja? Und das machen Nova und Sabrina falsch.
Und in die gleiche Richtung, wie eben das Nicht-Anziehen von Handschuhen, obwohl man welche hat, gehört eben also auch das sich nicht bewegen, obwohl es helfen würde. Klar braucht das erstmal Kalorien, aber das Kaloriendefizit, das wird erst ein Problem jenseits der 7 Tage. Die Kälte, die ist jetzt ein Problem. Wichtiges grundsätzliches Survival-Denken für Survival-Situationen: löse immer erst das akute Problem, das dich als allererstes umbringt. Das gilt nicht nur am Anfang, wenn man ankommt und erstmal die Wasserversorgung sicherstellen muss, sondern das gilt auch durchgehend, solange man im Survival ist, muss man sich immer um die akuten Probleme zuerst kümmern. Wenn man gerade gar keine akuten Probleme hat, dann kann man Vorräte anlegen für später. Dann kann man überlegen, wie komme ich denn durch den Winter, wenn ich in 17 Wochen immer noch nicht gerettet bin und solche Sachen. Ja, das kann man immer nur dann machen, wenn man sonst gerade keine akuten Probleme hat. Immer akut, first things first sozusagen. Ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. So, und das heißt, dass zum Beispiel der nach 3 Tagen Zustand von Novas sogenanntem Shelter, ja, das ist ja, darum gucken wir es ja, darum ist es ja mit Leuten, die eben nicht viel Erfahrung im Survival-Bereich haben, damit sowas passiert, damit wir dann, also für mich persönlich ist es, damit ich dann was draus lernen kann, beziehungsweise ihr was draus lernen könnt, wenn ich euch dann erzähle, das ist ein großer Mehrwert der ganzen Veranstaltung, wie ich finde, ne? Kann man auch anders sehen, aber ja, es ist tatsächlich, wäre super simpel für Nova, es sich so richtig gemütlich zu machen, gerade weil sie eben ihren Bierwachsack hat, indem sie sich einfach von ihren zig Kokospalmen, die sie hat, auch mit der Axt geht das, sich einfach einen Haufen Blätter abschlägt und die da zur Polsterung auf ihren Strand legt, da wo sie halt rumliegt. Beziehungsweise sie kann sehr wohl irgendwo im Gestrüpp so viel Gestrüpp entfernen, dass da eine ebene Fläche Boden in der Größe einer Nova beziehungsweise eines Novas Biwaksacks zustande kommt und kann sich dann auch in den Dschungel reinlegen. Es gibt keinen tatsächlich realen Grund, weshalb sie unbedingt am Strand rumliegen muss, auf diesen ganzen Steinen, wo sie garantiert nie bequem liegt. Und jetzt war es ja anfangs dieses Styroporzeug als Unterlage gesammelt, das ist auch eine gute Idee, aber warum sie damit dann einfach aufgehört hat, oder zumindest nach Feststellen wie beim Otto, dass das Styroporzeug gar nicht mal so bequem ist, das hat der Otto ja auch festgestellt und sich stattdessen ja jetzt eine Flipflop-Matte gebaut, Ich verstehe nicht, beziehungsweise man muss dann halt einfach überlegen, was kann ich noch als Polstermaterial drunter legen. Und grundsätzlich gilt zum Outdoor-Matratzenbau, ist die Matratze zu hart, dann schmeiß mehr drauf. Als Faustregel gilt 50 cm Matratzenmaterial, um einigermaßen bequem zu liegen. Ja? Und nicht komprimierten Zustand mindestens 50 cm Zeug draufschmeißen, mindestens. Kannst auch gleich 1 Meter draufschmeißen, das ist dann nochmal bequemer. Überhaupt kein Problem. Über 1-2 Nächte legst du das so platt, dass da gar nicht mehr so viel von übrig bleibt. Schmeiß da einfach massenhaft Zeug drauf, Prinzip viel hilft viel. Und schon hätte sie ein halbwegs gemütliches Bett, könnte einigermaßen gut liegen und in Kombi mit dem Biwaksack, um den sie bestimmt inzwischen der ein oder andere beneidet, wäre das dann überhaupt keine Schwierigkeit, da einigermaßen trocken zu bleiben und im Biwaksack auch einigermaßen warm zu bleiben. Feucht ja, feucht eigentlich immer. Der Effekt, dass das ja so ein teurer Militär-Biwaksack ist, der Gore-Tex hat. Das heißt, der eigentlich atmungsaktiv ist. Das heißt, du solltest da nicht 100% im eigenen Saft liegen und solltest eigentlich in der Lage sein, eben, dass der Wasserdampf, der sich im Biwaksack bildet, nach außen hinaus, durch den Sack selber hindurch diffundiert. Das funktioniert aber nur dann, wenn es außen kälter ist als innen. Ja, und wenn es außen eben nicht kälter ist als innen, was in den Tropen häufig der Fall ist, dann liegst du eigentlich dauerhaft im eigenen Saft. Und daher ist so ein Biwaksack normalerweise nichts, was man in den Tropen verwendet. In dem Moment, wo es aber regnet und wirklich kühl ist, kann sie sich da drin halt einigermaßen gut warm unterbringen. Und das wäre dann eine tolle Option. Einfach sollte es in der Nacht anfangen regnen, dann in den Biwaksack kriechen. Sollte es nicht regnen, dann einfach drauf liegen. Punkt. Ja? Wenn es nicht kalt ist über die Nacht. Also da gäbe es so viele Möglichkeiten, insbesondere den ganz einfachen Matratzenbau, das kann jeder. Da musst du nichts können, du musst einfach nur wissen, dass man Blätter auf den Boden legen kann und dann ist der Boden hinterher weicher, als er vorher gewesen ist. Und man kühlt auch nicht so aus, wie wenn man auf den kalten Steinen rumliegt, einfach nur mit einem dünnen Biwaksackhäutchen zwischen Stein und Nova. Die muss da furchtbar auskühlen über die Steine. Die Steine saugen einem wunderbar die Körpertemperatur sozusagen ab und das ist nach unten hin richtig eine
richtig schön kalte Angelegenheit. Selbst bei 20 Grad Umgebungstemperatur könnte das richtig unangenehm sein. Daher kann ich also schon so ein bisschen verstehen, dass ihr da nicht ganz wohl ist. Aber das ließe sich halt wirklich simpelst, ließe sich das Problem lösen. Und ein einfaches Bettchen bauen ist dann nicht so schwierig. Und Wasser hat sie, einen Wasserfilter hat sie auch. Und Kokosnüsse können sie so viel essen, wie sie möchte. Und wenn man diese paar Sachen beachtet, dann ist es zumindest das Überleben am Plätzchen von der Nova, wenn da nicht noch die Psyche dazukommt mit dem Alleinsein, wirklich nicht besonders schwierig. Schwierig ist das Überleben am Plätzchen vom Fritz. Das ist so, ja. Da ist es schon, der hat schon mit Abstand wirklich den widerlichsten Platz erwischt, finde ich persönlich. Dass bei Sascha gar nicht so schlimm ist, wissen wir inzwischen. Das war von den ersten Aufnahmen nicht unbedingt absehbar, dass es nicht so schlimm sein wird. Sascha hat ja inzwischen auch ein paar Kokosnüsse gefunden und war noch immer nicht im Hinterland, weil es dürfte eigentlich den Fluss, der bei ihm runterfließt, vielleicht eine gute Möglichkeit geben, ein Stück weit ins Hinterland zu kommen. Zumal ja viele Leute im Making-of immer sagen, der Platz vom Sascha sei eigentlich ganz gut. Das heißt, die müssen da irgendwas entdeckt haben, was den Sascha-Platz doch nochmal ganz gut macht. Also ja, ich sehe das zwar noch nicht, aber wir wissen ja nicht, was da alles ist. Und der Sascha war ja nicht nennenswert erkunden. Der bleibt ja nur an seinem Strand, baut da sein Riesenshelter weiter und ringt mit imaginären Krokodilen, die bei ihm ja nicht sind. Ne? ja. Also das war mir jetzt auf allen Fall nochmal wichtig. Also was man grundsätzlich wissen sollte, zum Überleben in der Natur, egal wo. Viel Pflanzenmaterial aufstapeln gibt ein Bett. Viel hilft viel. Wenn dir kalt ist, lauf rum. Während du rumläufst, kannst du genauso gut gleich noch Material suchen, um dir eine größere Matratze zu bauen, weil dann wird dir beim Matratzenbau warm und hinterher, wenn du dich wieder hingelegt hast, liegst du wieder wärmer, beziehungsweise sogar weicher. Und diese völlige... Ja, die in Anführungszeichen, das klingt jetzt alles so ein bisschen böse, aber Nova scheint sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, ihre Situation aktiv zu verbessern. Die hockt jetzt seit 2 Folgen mehr oder weniger nur da und ist traurig, macht zwischendrin auch wieder ein Witzchen, alles super, aber im Großen und Ganzen hockt sie da und ist traurig und ändert nichts an ihrer Situation. Und das ist halt der Fehler. Ja, wenn du mit der Situation unzufrieden bist, dann pack's an und ändere was dran. Sonst bist du faul und gleich, und das ist nicht gut. Ja. So, ich glaube, das war es eigentlich, was ich im Großen und Ganzen erzählen wollte. Richtig. Jetzt habe ich hier 2 Fackeln. Das ist jetzt gar nicht unbedingt notwendig gewesen, hier die andere noch anzuzünden, aber ich kann diesen hier machen. Ja, ich wünsche euch was. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Das mit den Krokodilen hatte ich ja noch gesagt. Ich erzähle, glaube ich, noch mal irgendwas zu, was war es denn? Die in den Behind the Scenes sollte es da irgendeine supergiftige Schlange geben. Zur supergiftigen Schlange kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer unwahrscheinlich, aber ja, vielleicht ist da tatsächlich irgendwo eine. Was ich aber mal noch erklären wollte, das mache ich nächstes Mal, war Gift. Ja, generell Möglichkeiten von Gift, wie man damit umgeht, wenn man sich vergiftet hat, so von Schlangen, so allgemein. Denn ist nicht so prinzipiell auf eine Schlangenart bezogen. Und ja, also in die Richtung noch ein paar Takte, was man da möglicherweise vor Ort gegen Vergiftungen tun kann. Das weiß ich nämlich selber noch gar nicht so viel drüber. Da muss ich also auch noch eigene Recherchen ein bisschen anstellen. Das ist vielleicht für uns alle dann ganz interessant. Ja, das wär's. So viel dazu. Macht's gut.